So, nachdem ich mir einen neuen Tee gemacht habe, hallo Leute, zweiter Teil von unserem Luna Lander Umsetzung nach Lua aus Basic. Das erste, was ich um, wie es mir aufgefallen ist, eben ist, dass wenn wir hier nochmal reingehen an dieser Stelle von dem Programm, wir haben hier unsere Meilen und unsere Fuse und das ist zusammengeschmolzen hier, das ist schon ein kleiner Fehler. Das heißt, das hatte ich ja vorhin gesagt, muss man hier eigentlich einen Space zwischensetzen oder nicht? Im Original Basic stand dort ein Semikolon und ein Semikolon scheint irgendwie immer ein einfaches normales Space, also ein Trennzeichen dazwischen zu setzen. So, ich speichere es nochmal ab, luna.lua und führe das mal aus. Und jetzt seht ihr, irgendwie funktioniert das da unten. Seht ihr? Okay. Das heißt, jetzt haben wir irgendwie exakt das, was wir in Basic bekommen, kriegen wir raus. Also ich will erstmal eine exakte Umsetzung machen und dann gucken wir uns an, wie wir das verbessern können, sodass das irgendwie aus diesem Spaghetti-Code, der irgendwie jetzt irgendwie keine offensichtliche Struktur hat, die springt hier hin, der springt hier drin wild hin und her, wie wir daraus ein vernünftiges Programm machen können. Und so eine Art von Programm will ich von euch nicht sehen, aber dafür haben wir irgendwie praktisch diesen Goto-Befehl, der ist nämlich irgendwie in Lua ganz wichtig, wenn man solche Sachen umsetzt. Wenn man das nicht hat, dann hat man ein echtes Problem. So, das können wir auch sagen. Wenn das kleiner als E03 ist, dann. Und jetzt können wir sagen: Goto. Goto L250 End. Und das Then muss natürlich auch klein geschrieben werden, weil wir sind ja hier in Lua. In Basic. So, dann if t ist kleiner e sowieso, das kann man übrigens auch durchaus groß schreiben, das e, aber ich schreibe die Variablen momentan gerade alle groß, genauso wie in Basic. Und dann Goto Label 150. Wie diese Label werden wir nach einer Weile dann nochmal umbenennen oder so. Erstmal setzen wir einfach nur den ganzen Kram um, so wie dass es läuft. So, hier haben wir s gleich t. S ist neu, glaube ich. S haben wir bisher noch nicht gesetzt. Nein. So, das heißt, wir sagen local S ist gleich T. Und dann haben wir hier auch gleich wieder einen weiteren if. Das geht jetzt relativ schnell. Then goto label sowieso end. So, das haben wir eigentlich auch. Hier setzen wir S neu. Okay. Das haben wir auch. Jetzt können wir hier eigentlich schon irgendwie mal ein bisschen anfangen, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Das machen wir jetzt irgendwie mal nebenbei. Wir haben hier Labels und alles, was dahinter ist, setzen wir mal ein bisschen hübsch, dass das die Labels ein bisschen eingerückt sind. Das heißt da, dass sie ein bisschen rausstechen hier. Deswegen wissen wir dann schon, wo wir überall schon waren und wo wir noch nicht waren. So, dann Goto Label sowieso. Das ist alles ziemlich furchtbar mit diesem Goto. Ich versuche das nicht jetzt zu erklären. Wir setzen erstmal um. GoSub 420, das ist ein Function Call. 420, Label 420, Label 420, das ist ein Function Call. Okay, hier haben wir eine Funktion. Function. Ich nenne das Ding jetzt Function 420, weil ich habe noch keine bessere Idee dafür und wir springen wieder zurück. Ich weiß nicht genau, was es macht, diese Function. Ich schreibe das einfach mal so. So, dann haben wir diese Berechnung, die hier stattfindet und die sich offensichtlich auf diese ganzen Variablen berechnet. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass ich hier auf diese Variablen zugreifen kann. Auf jeden Fall ist das hier nicht. Das ist irgendwie das Doppelpunkt, dürfen wir nicht haben. Das ist nicht Lua. Lua haben wir, Semikolon können wir nehmen oder
Ja, aber der ganze Rest an Formel können, den können wir genauso behalten. Das ist alles richtig. Jo. So, haben wir dieses 420 nochmal irgendwo? Weiß ich nicht, aber über diese Funktion hier, die können wir mal hier rausnehmen. Und die packen wir mal. Die brauchen wir ja nicht. Die nehmen wir hier raus und die packen wir oben irgendwo hin. An Anfang unseres Programms. Das ist sozusagen eine Unterfunktion, die wir hier irgendwie reinpacken. Wir wissen nicht, ich weiß noch nicht genau, was sie macht. Das gucken wir uns später an, aber wir haben die jetzt erstmal nach oben geschoben, so dass sie hier weg, dass sie hier raus ist. Das ist also GoSub. Das können wir jetzt irgendwie anders nennen. Wir rufen diese Funktion einfach auf. So. So. Und ich habe gesagt, wir rücken alles ein, was wir können. If then, then GoTo Label sowieso so, dann haben wir wieder ein if false gleich then GoTo Label sowieso end. Okay. Und hier nochmal ein if sowieso then GoTo Label sowieso end. So, das ist irgendwie alles. Jo, ziemlich. Also diese Funktion muss natürlich irgendwie nachher berechnet werden, muss natürlich, das ist wahrscheinlich ein Berechnungsschritt, ein Simulationsschritt oder sowas, das werde ich dann entsprechend benennen, sobald wir rausgekriegt haben, was das Ding tut, ist, was wir momentan nicht mehr, da kümmern wir uns nicht drum, sondern hier haben wir wieder einen Funktionsausruf, Aufruf, diese Basic-Funktionsaufrufe sind irgendwie praktisch ohne Parameter, das heißt, sie werden einfach nur aufgerufen und man kann normalerweise bei Funktionen irgendwelche Parameter hintergeben, was sich irgendwie sowas hier, sowas, 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 so wie eine Funktion, die ihr, was ihr aus der Mathematik kennt. Und das gibt dann auch Return, mit Return kann er Werte zurückgeben, das tut er hier alles nicht, sondern das ist nur ein Subroutinen-Aufruf. Okay. Wir haben hier einen weiteren, den 330er. Und der 330er, das ist der hier, den nehmen wir hier auch mal raus und packen den nach oben zu unseren Funktionen. Function 330 and so. So, das ist auch schon mal korrekt. So, jetzt machen wir da langsam, wird das schon ein bisschen mehr ein Programm, wie wir es eigentlich kennen. Diese Funktion, die können wir auch später nach unten verschieben. Ich habe das momentan nach oben verschoben, damit wir das trennen, was wir schon umgesetzt haben und das, was wir noch nicht umgesetzt haben. So, das hier ist also ein. Und hier haben wir ein GoTo Label 160. Okay. Das ist hier alles schon ganz gut. Jetzt haben wir hier einen weiteren Label. Wie viel haben wir denn schon? Boah, das sieht schon ganz gut aus. So, wir haben hier wieder ein Print. Das ist. Da können wir mit einem Print arbeiten. Fuel Add. Und da haben wir gelernt, dieses Semikolon ist ein Write Fuel Add Leerzeichen, das hier ist ein Leerzeichen, Komma L, Komma Leerzeichen Seconds und ein Zahlenverschub.
eine Formel. Wir haben hier eine Square Root ist also eine Wurzel. Das setzen wir um bei Lua in math.sqrt. Das wäre praktisch die Funktion. Und weil wir faul sind, schreiben wir nur sqrt. Und setzen hier oben sqrt einmal kurz fest. Komma sqrt soll math.sqrt sein. Okay. Damit wir nicht so viel schreiben können müssen, schreibe ich das einfach so, sqrt. So, der Rest ist alles 1 zu 1, okay. Dann haben wir hier wieder 1 zu 1, 1 zu 1. Okay. Das ist alles korrekt. Dann haben wir sind wir schon am nächsten Label. Da wir kümmern uns, wie gesagt, wir gucken uns überhaupt nicht an, was das ganze Ding macht. Wir sind jetzt ganz stumpf erstmal nur dabei, das durchzubringen. Ich sehe jetzt sofort, wir haben hier so mit den Semikolon, mit den Semikoli, und deswegen benutze ich write. Und die Denkprozesse, die ich momentan habe, sind minimal. Ich setze das nur ganz stumpf um, was ich sehe. Und denk nicht drüber nach, was das eigentlich genau tut, aber irgendwie ich sorge dafür, dass praktisch die Spaces da sind, wenn Spaces eigentlich auftauchen sollten in der Sprache und die Zeilenverschiebe da sind. So, das ist irgendwie auch schon wieder erledigt. Dann haben wir wieder einen Vergleich, then. Und hier haben wir Print Perfect Landing. Das können wir tatsächlich mit einem Print umsetzen. Weil Perfect Landing ist, können wir uns einen anderen Kram sparen. Und dann können wir auch sagen, wir können Semikolon sagen, das ist praktisch das, was hier, dass der Doppelpunkt ist. Das heißt, wenn wir irgendwie zwei Befehle voneinander abspalten, setzen wir entweder bei Lua einfach nur ein Space dahinter oder ein Semikolon. Ich nehme jetzt in diesem Fall ein Semikolon, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Sagen hier go to label und wir müssen bei end, wir müssen immer hinter jedem if ein end setzen. Habe ich doch hoffentlich vorher auch gemacht. Ja, habe ich gemacht. Okay, das heißt, das ist korrekt. Das ist die nächste Zeile. If Also jetzt hier guckt er irgendwie, wie schnell man aufschlägt, ob man irgendwie das Ding gecrashed hat oder nicht. Aber wie gesagt, die Deutung von dem, was wir schreiben, das machen wir danach, wenn das Ding erstmal läuft. Ansonsten verhaspeln wir uns. Und das wollen wir nicht. Und deswegen schreiben wir Goto Label sowieso. End. Auf das if, ne? So, auch hier. Then go to label end. So, das ist alles schon ganz gut. Ah, so viel ist es gar nicht mehr, ne? Nö, wir sind schon fast durch mit unserem Spiel. Das geht eigentlich relativ fix jetzt. Dann haben wir hier print. Das sieht aus wie ein großer Print mit zwei Zeilen. Das machen wir mal wieder mit dem Write. Zeilenvorschub am Schluss. Und das haben wir da hier. Und einen schönen Goto. 40. Okay. So, das ist der nächste. Dann haben wir wieder ein Label. Print. Na, write. Sorry, dann hier Blut. Ja, Rechtschreibfehler. You blew it. Nicht you blow it. Blow it. Blew it. Also, du hast es irgendwie versaut. Ich glaube, das ist ein Rechtschreibfehler. Egal. Wir korrigieren nicht, wir schreiben das nur um.
So, Infect, you blasted your new crater. Und jetzt wollen wir eine Zahl ausgeben. W mal 0,02. Feed deep. So, das war das. Dann haben wir wieder ein Goto. Label. Oh, wie ihr seht, irgendwie da muss man nicht viel nachdenken, sondern einfach nur schreiben und ein bisschen überlegen, wie wir es gern hätten. Goto Label End. Dann haben wir hier SQRT. Lalalala, haben wir alles? Jo. Da. Das sieht okay aus. So, hier haben wir nochmal diesen 420er. Der 420er, den hatte ich ja schon da. Das heißt, da können wir sagen, Level 420, was auch immer das Ding macht. Dann haben wir ja ein Label 330er, was auch immer das Ding macht. Und ein Goto. Okay. So. Wie würde man das in Python umsetzen, zum Beispiel, oder in Java? Nein. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Das ist. Ich glaube, das ist ein schmerzhafter Prozess, wenn man versucht, sowas umzusetzen. In diesen Sprachen. Die sind dafür nicht gedacht. So, hier haben wir wieder ein. Hier schrufen wir wieder die Funktion auf, der wir irgendwann mal einen Namen geben werden, sodass wir die vernünftig benennen können. So, und jetzt haben wir hier if ist kleiner than goto label end. Hier haben wir wieder einen Funktionsaufruf. Ein if. So, und hier unten kommt noch ein schöner Write rein. Ist das ein Write? Nö, das ist ja sogar ein Print eigentlich. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Drei Leerzeichen, okay. Drei Leerzeichen. Try again. Ne, brauchen wir nicht. Was hier? Print und ein Goto. Goto Level 70. Und dann sind wir durch. Gucken wir doch mal, ob das Ding funktioniert. Goto finger jumps in the scope of local S. Gucken wir mal, local S. 45 haben wir einen Fehler drin. Okay, gehen wir mal 45. So, dann Goto 240. Goto 240. Der wirklich springt irgendwo in eine lokale Funktion rein. Warum? Das ist nicht lokal. Ah, er mag vielleicht diese lokalen Variablen nicht. Dann Goto 240. Eigentlich ist das korrekt.
gar diese Deklaration von Locals nicht. Kann sein. Okay. Alle Locals rausgenommen. Nochmal probieren. Das war's. So. Mal gucken. Da hat er noch einen Fehler. Attempt to compare Neil with number 53. Okay. Ich habe einen kleinen Fehler noch hier. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wenn. Ah. Ist kleiner gleich O. Hier steht kleiner gleich O. Das ist doch sicherlich 0 gewesen. Wir haben keine Variable O. Das hier ist ein Fehler im Original. Das gibt keine Variable O. Haben wir nie gesetzt. Das heißt, das war mal eine 0, das ist falsch geschrieben worden. Aber da Basic irgendwie eine nicht gesetzte Variable als 0 annimmt, das heißt, O, wenn sie nie gesetzt wurde, ist bei Basic 0 und bei Lua gibt es einen Fehler, das ist nil. Das ist ein Unterschied und deswegen gibt es eben diesen Fehler. So, ups, das geht natürlich nicht. wluna.lua. Wir können hier auch langsam irgendwie das Ding mal verlassen, den Basic-Kram verlassen und mal den Luna Lua aufrufen. Jo. So, jetzt sind wir nämlich direkt in der Lua-Sprache drin und damit auch in der Lua-Syntax, im Lua-Syntax-Highlight, wie es so schön heißt. Und da gucken wir mal nach, ob das jetzt alles funktioniert. Wir schalten wieder um auf die zweite. Wie ihr seht, hier unten gibt es diese Tabs. Da schalte ich immer hin und her. So, falls euch das jetzt irritiert. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir hier nichts eingeben, sagt er immer noch. Lol. 12 macht da irgendwie noch einen Fehler. 12, gehen wir mal zu 12. Hier hat er. Das sind alles globale Variablen eigentlich. Write L, habe ich irgendwo L als lokal gesetzt? Wo ist L? L sieht nicht gesetzt aus. Hier ist L gesetzt. Und hier ruft er 330 auf. Seht ihr, was hier passiert? Er ruft hier 330 auf. Ich zeig nochmal den Fehler. Er ist in 58 ist er gekillt worden, in 12 ist er gekillt worden. Also das sind zwei Fehler. Also er ist aus 58 aufgerufen worden hier. Ist dann noch hier in unsere 330er-Funktion gesprungen und hat gesagt, L ist irgendwie noch nicht gesetzt, weil L benutzt wird, bevor L jemals. Da, ach so, ja, das ist richtig. Okay, jetzt haben wir es. Okay. Und jetzt müsste es laufen. 0. Okay. So, 0, 0. 0. Das sieht alles noch relativ hässlich aus mit unserer Ausgabe, aber wir haben irgendwie das Spiel hundertprozentig umgesetzt schon mal. Und jetzt geben wir mal Gas. Hier wir haben wir zum Beispiel irgendwie tierisch viele Nachkommastellen, die ausgegeben werden. Das Miles per Hour Ding, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist die erste, zweite, die dritte Ausgabe, die MPA-Ausgabe. Das ist nicht schön. Das korrigieren wir gleich mal. So, aber das scheint schon zu funktionieren. Ah, wir lassen erstmal weiterlaufen. Wir lassen nochmal weiterlaufen. 20, 200, 200. Ich hätte das gleich mal richtig machen sollen. 200,
200. Wo sind wir? Wie tief runter sind wir? Wir sind immer noch ziemlich schnell und wir sind schon bei 18. Oha, 16. 16. Ah, jetzt sind wir irgendwie gerade. Jetzt haben wir gerade einen negativen. Das heißt, wir haben es geschafft abzubremsen. Jetzt können wir uns wieder langsam fallen lassen. Wir haben auch nicht mehr besonders viel Sprit, oder? Nö, wir haben noch gerade 300. Oh, das ist nicht gut. So. Wir sind jetzt bei. Wir steigen noch, wir steigen noch, wir steigen noch, steigen. So, jetzt fahren wir wieder. Und wir haben noch 18 Kilometer Höhe, 18 Meilen Höhe. Na, das wird irgendwie eine Crash-Landung. Das sieht nicht gut aus. Ach, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ups. Okay. Fuel out at 300 sowieso. Impact Velocity, jo, 300, 600 Miles pro Sekunde. Okay. Das scheint also völlig geklappt zu haben. Unser Spiel funktioniert. Jetzt können wir irgendwie anfangen, dieses Spiel zu verbessern. Und versuchen rauszukriegen, was los ist. So, wir haben jetzt wieder, wie lange haben wir? Wir haben schon wieder 26 Minuten voll. Das heißt, das ist dann irgendwie unser nächster Teil, um das zu verbessern. Irgendwie, was wir noch machen, bevor wir irgendwie irgendwas anderes machen, ist diese eine Ausgabe hier. Wo war die? Das war der erste, zweite, dritte, vierte Wert, den wir ausgeben, der ist irgendwie äußerst hässlich. Und das ist hier, ne? Genau, machen wir gleich. Ich kriege einen Telefonanruf rein und ich sage das einfach mal, dass das hier der zweite Teil ist. Und dann verbessern wir es.